In Ordnung. Ihr Befehl, Meister. Na, geil. Wie kann der so schnell nachbauen? Jetzt hätte er noch einen anderen dran. Nein. Warum ihn dann Katapult? Was ist da gerade kaputt gegangen? Ach, die haben jetzt kein Gold mehr. Oh, jetzt fragt sich nur, wie viel Gold die haben. Ob ich die jetzt noch ausspülen kann? Oder nicht? Welcher war das? Der rote. Also der mit dem blauen Schiffen. Das wäre vielleicht ganz okay, weil der Lila, der könnte von hier hinten kommen und sich irgendwie hier oben festsetzen. Das würde mich nicht so stören. Die könnten doch mal da hacken gehen. Er kann jetzt hier unten die killen. Es wird gleich schon hier ein neues Schiff kommen. Warum der Fern hat, keine Ahnung. Bis jetzt ist ja noch nichts gedroppt worden. Und er hat einen neuen Pot gebaut. Dann wird der wahrscheinlich gleich runterkommen damit. Da kommt da schon ein Keil. Noch mit mehr als er davor hatte. Ich würde doch die Peons ganz gerne mal auf die andere Insel bekommen, aber es gibt ja auch nichts anscheinend. Ah, halt die Fresse, Katze. Will hier in Ruhe Kampfpötte versenken. Ja, versenkt das Ding. Das kann mir zwar nichts tun, aber es ist ja egal. Vielleicht kriegen wir dann endlich mal hier so ein scheiß Ölding erobert. Hier unten sind. Ach, schießt sie jetzt schon so weit. Geil. Ja, schießt es mir kaputt, komm. Ach, so geht's auf einmal nicht mehr. Ich würde fast sagen, hier unten das Öl könnte man sich nehmen. Aber da ist immer noch das Ding im Weg. Kacke. Ja, ich hab eine Idee. Pack mal das hier weg. Hat schon wieder nachgebaut. Das kannst du nicht sein. Naja, kaufen wir erstmal Upgrades. Die werden wir später oder früher oder irgendwie so noch brauchen. Ich kann das Ding schon mal hier raus. Er sich nicht damit in den Weg stellt. So, anscheinend lässt er mich jetzt erstmal in Ruhe, der Typ hier. Muss ich die Chance nutzen und einen Hafen setzen. Weil ansonsten wird das hier nichts, wenn ich nicht hier oben hinkomme. Wo ist mein Zeppelin? Haben sie den gekillt? Das ist natürlich ungünstig. Dann brauchen wir einen neuen Zeppelin. Das heißt, wir graden das mal ab. Ist jetzt hier ein paar Wachtürme. Ah! Jetzt auf einmal kommt er wieder. Ja, genau. Komm von hier oben noch mit drei Dingern. Ich habe gerade einen Hafen im Bau. Genau. Komm mal mit dem Hafen kaputt. Ist das hässlich. Ich will doch nur scheiß Öl abbauen. Na, noch mehr hast du nicht. Dass die alten Spiele immer so fair sind. Kann man nicht viel dazu erzählen, wenn hier einfach so ein Katapult die ganze Zeit die Scheißdinger wegschießt. Weil man nichts anderes machen kann auf der verkackten Insel hier. Kann die Katapult upgraden, dann geht's vielleicht schneller. Man kann auch mit dem Katapult bei denen killen, zur Abwechslung. Yeah.
Kommt schon wieder neuer. Geil. Ja, danke, dass du jetzt noch auf meinen Turm schießt. Das ist genau das, was ich wollte von dir. Immer in der roten Level 1 Kampf in der Lieder nach die guten. Na, hat mich wieder gut angefahren. Ach gut, er stellt sich daneben. Dann warte ich mal kurz. Ach, der baut keine Pötte mehr anscheinend. Weil wenn der Blaue jetzt keine Rohstoffe mehr hat und keiner mehr bauen kann, ist das auch okay. Doch, da kommt ein neuer. Kacke. Naja, können wir hier schnell mal ein bisschen Holz sammeln. Das könnte mir was bringen. Das hier der Zeppel, den ich gesucht hatte. So, wo ist der Peon? Da ist Peon in... Jetzt kommt der da wieder. Es ist nicht so, dass das jetzt Spaß macht. Es ist eher langweilig und unnötig langgezogen. Ja, den Wachturm killen ist auch ziemlich lame von dir. Ach, jetzt killst du mir noch die Kaserne auf einmal. Er sammelt immerhin hier. Das ist okay. Jetzt kommt noch einer angefangen. Ach, er klaut sich noch ein Öl. Cool. Hat er noch nicht genug Schiffe und so. Na, kommt der an ihm? Nein, der fährt vorbei. Ah, der ist immer noch so ein Drecksdinger. Jetzt kommt der. Was macht der jetzt? Wie kommt der jetzt hier ran? Ah, gut, weit genug weg. Kann man ihn wieder wegschießen. Yeah. Und da hat er schon wieder neue. Ich muss es jetzt probieren. Ich muss jetzt hier nochmal einen Hafen setzen. Weil der Lilan hat jetzt hier oben so viel stehen. Das heißt, der wird maximal mit einem Kampfpot da runterkommen. Oder mit U-Booten. Weiß nicht, beides irgendwie kacke. Okay, ich habe von dem Lilan ein bisschen mehr Angst. Der Rote sammelt sich hier unten schön, dann kann man wegballern. Und der hier irritiert mich auch noch. Ich weiß nicht, ob ich direkt eine Raffinerie bauen sollte. Wenn er mir das jetzt doch auf einmal wegballert, dann ist es nicht so geil, wenn man alles verliert. Na, was macht er jetzt? Geht das auf meinen Hafen los? Bestimmt. Oh, hat er sich jetzt echt an meinem Katapult festgefressen? Das wäre natürlich vorbildlich von ihm. Oh, geil. Ah, oh, kacke. Ja gut, er klemmt da so ein bisschen, das ist jetzt in Ordnung. Dann habe ich die Chance, hier endlich mal so eine scheiß Gießerei ranzubekommen. Und meine eigene Pötte zu produzieren. Das ist mittlerweile recht wichtig. Weil wie man sieht, kann ich ja so nichts machen. Ich hätte noch niemals so schnell Level 5er Teile rausbekommen. Ach, jetzt ist er auf einmal doch hier. Schnell Kampfpot raus, ja, geil. Killen wir direkt mal den Peon. Naja, hier trifft er nicht. Und gleich bist du tot. Boah. Machen ja beide voll viel Damage. 30 killt er mir den fast. Es wird immer mehr, was der hier sammelt. Aber der Rote stört mich nicht. Der da oben ist festgesetzt, das ist okay.
brauchen wir Upgrades definitiv jetzt. Jedenfalls gegen die ganzen Zerstörer. Bei den Kampfplatten macht es, glaube ich, nicht viel Unterschied. Die schießen sich eh mit zwei Schüssen tot. Das können wir auch langsam mal erforschen, alles. Ach, die Goldmine hat ja gerade alleine 20.000 abgebaut. Das wäre eine Menge. Das Schaf ist ein Weg. Gut, wenn jetzt nichts mehr kommt, dann haben wir die Mission anscheinend geschafft. Das ist ja nett. Also sehen wir es beim nächsten Mal wieder. Nein, noch nicht. Ist zwar fast gegessen, das Ganze, denke ich, aber können wir ruhig mal bleiben. Holen uns hier schnell die ganzen Upgrades. Fertig zur Arbeit. Immer dieses Horn, wenn er die Augen rausscheißt. Ich denke mal, kommt ein Kampfrausch. Ein Kampfrausch kommt ja eigentlich nur, wenn er auf meine Insel gekommen ist. Ich will so ein Ding. Aber ich habe keinen Platz. Da haben wir Platz. Das ist dreist. Ich werde mal ein paar Tanker bauen. So, machen wir hier das Holz noch weg. Das können wir gut gebrauchen momentan. Station 2 stehen. Oh, wir können hier Riesenkröten machen. Geil. Machen wir mal. Und noch ein Zeppi, mit dem wir dann erkunden gehen. Das ist der andere. Da. Ja, toll, 7 Leben. Geil. Mach mal kaputt. Der klaut mir nur unnötig Supply. Ach, das hat ihn jetzt attracted oder was? Man sieht, die taucht auf, aber der sieht die trotzdem nicht. Der Idiot. Und damit haben wir jetzt anscheinend doch die Dominanz auf dem Meer für uns erobert. Weil ich nicht glaube, dass er die irgendwie aufdeckt. Vielleicht mit den Augen, die hier rumfliegen, das könnte natürlich durchaus sein. Aber ich möchte jetzt erstmal den Rest hier erkunden, um zu sehen, was mich noch so erwartet. Kanonentürme. Noch mehr. Tempel der verdammten. Dämonen. Da stehen überall arbeitslose Peons rum. So, das darf gar nicht passieren. Peons müssen arbeiten. Tschuk, 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 tschuk. Und den Flutzüge noch aufdecken, dann könnt ihr den mal gerne killen. Das ist Gul'dan. Das ist Shogal. Das sind Dämons. Dämonen. Dämons. Wie auch immer. Ah, was ist jetzt? Dann nehmen wir noch das Upgrade mit, das ist für die Schildkröten ganz okay. Muss man sich aufpassen mit den Dingern, die machen zwar viel Schaden und greifen schnell an, aber die sind nach so einem Schuss vom Kampfpfad direkt mal kaputt. Hat der hier keine Wachtürme? Dann macht den mal kaputt, bitte. Danke. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir hier schon Drachen bauen können. Das wäre ein bisschen unmöglich. Deshalb lege ich das auch gar nicht erst drauf an. Ich baue einfach mal einen Hof. Und viel Gold haben wir nicht mehr zur Verfügung. Die Musik hört einfach mal so auf mittendrin. Also das, was er hier unten hat, das können wir ihm langsam mal killen. Das wird ihm nicht mehr bringen. Bin aber ganz froh, dass wir es jetzt noch bewältigt haben. Ja, mach doch.